Hier am Nacken haben wir nochmal Fear of God Essentials stehen, genauso wie hier am Tag. Hier wird dann nochmal am Etikett Essentials festgehalten, genauso wie das Kaufhaus, bei dem ich es gekauft habe, Paxson. Was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wir haben heute ein ganz besonderes Thema vor. Ich weiß ganz genau, wo bei euch der Schuh drückt. Ihr hättet gerne Hypebeast-Stuff, aber er ist einfach zu teuer. Es ist kein großes Geheimnis. Wenn man Hype-Ware bestellen möchte, muss man auch einiges an Geld in die Hand nehmen. Vor allem für teure Marken wie Supreme, Gucci, Balenciaga, Fear of God, Antisocial Social Club. Also es ist alles relativ teuer. Deswegen, liebe Freunde, habe ich mir heute zum Ziel gemacht, euch ein paar Alternativen aufzuzeigen, wie ihr für unter 100 Euro richtig nice Sachen bekommt. Ich habe mir da ein paar Pieces herausgesucht und auch ein paar Pieces bestellt. Das heißt, ich werde euch die Dinge nicht nur ansagen, sondern wir werden hier auch ein kleines Unboxing machen. Dann seht ihr, was ihr für unter 100 Euro bekommt. Wenn ihr diese Idee gut findet, wenn euch das hilft, dann lasst jetzt schon mal ein Like da und wir starten direkt in die Thematik hinein. Liebe Freunde, wie ihr ganz genau wisst, ist meine dritte Kollektion unterwegs. Bis dahin, liebe Freunde, es sind ein paar Pakete zurückgekommen von der zweiten Kollektion, die ja nach 2 Stunden ausverkauft war. Freunde, es sind hier jetzt noch Shirts und Hoodies erhältlich. Shirts natürlich an der Waschkette ab. Die sind jetzt noch erhältlich in diversen Größen von Leuten, die das zurückgeschickt haben, beziehungsweise wir das Paket zurückgeholt haben hauptsächlich, weil keine Kohle vorhanden war. Deswegen auf alle Fälle schnell sein. Jetzt nochmal checken auf maximilian.eu. Hier bezahlt ihr für den Hoodie 54,90 und für das Shirt 39,90, was weit unter 100 Euro ist. Und das Stuff ist auf alle Fälle richtig, richtig lit. Also schaut auf jeden Fall vorbei unter maximilian.eu. Hier sind wir um einiges billiger als wir hier jetzt noch werden. Deswegen kann ich mal abchecken und gönn dir noch was. Das ist zu meinem Merch. Wir gehen aber jetzt in die weiteren Marken hinein, die man für unter 100 Euro bekommt. Also eine Marke, die ich absolut feiere, ist Antisocial Social Club. Ich habe mir erst vor kurzem 2 Dinge von Antisocial Social Club gekauft, die aber nicht ganz unter 100 Euro. Und zwar habe ich mir hier 2 Westen geholt von Antisocial Social Club, nur in 2 unterschiedlichen Colorways. Die trage ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Habe ich auf Bump bekommen, denn es ist fast unmöglich, Antisocial Social Club so zu bekommen. Nicht nur, dass du fast keine Chance hast, noch was zu kriegen, sondern es dauert einfach monatelang. Also hier hast du wirklich Lieferzeiten bis zu 4 Monaten. Wenn man aber Kollektionen kauft, die schon mal von jemandem gekauft wurden, dann kann man die auf Bump, das ist eine unbezahlte Werbung, ich bekomme hierfür kein Geld, auf Bump sich auf jeden Fall Stuff holen. Ich würde allgemein dazu raten, Antisocial Social Club immer im Resale zu holen, damit man sich weniger ärgern muss und dann kriegt man auf alle Fälle richtig nice Sachen. Wie zum Beispiel, ich habe selbst erst vor kurzem wieder auf Bump bestellt und habe jetzt hier ein Paket bekommen von einem Reseller. Hier steht schon ganz klein ASSC-T. Wir werden da gleich mal reinschauen und dann seht ihr, was ich mir gekoppt habe. Für dieses T, das ich jetzt gleich mal... Oh, jetzt kommt wieder das Messer zum Einsatz. Hoffentlich zerstöre ich dieses Shirt nicht schon wieder. Für dieses T, das ich jetzt da gleich auspacken werde, habe ich 70 oder 80 Euro bezahlt. Das heißt, wir liegen unter 100 Euro. Und ASSC macht einfach richtig geile Shirts. Die Quali ist teilweise immer wieder so eine Streitfrage. Aber vom Look her auf jeden Fall immer sehr, sehr nice. Ah, okay, ich sehe ja schon an der Farbe. Wir haben hier ein rosanes Tee. Ich vergesse ja leider immer, was ich mir bestelle. Das heißt, das kommt dann irgendwann an und dann denke ich mir, ah, das habe ich ja bestellt. Ich werde das jetzt hier gleich mal auspacken. Und zwar ist das die Shibuya-Version. Wir haben hier mittig Antisocial Social Club stehen, darunter Shibuya. Hier unten haben wir nochmal Antisocial Social Club in der ganz normalen klassischen Variante und hier unten steht dann nochmal Shibuya. Ich habe mir erst vor kurzem ebenfalls ein Tee um 70, 80 Euro von Antisocial Social Club in der New York Version geholt. Das ist dieses hier, also hier nochmal Antisocial Social Club, allerdings herzseitig mit New York darunter stehen und hier nochmal ganz normal der Print hinten mit New York. Also ich finde auf alle Fälle 2 coole Tees. Kann man auf alle Fälle tragen. Ich finde die Farbe auch sehr, sehr fresh. Also für 70, 80 Euro nichts verhaut. Man muss einfach stöbern, Freunde. Wenn man einfach ein bisschen stöbert auf Bump, findet man Shirts auch für 60 Euro, wenn man gut dran ist. Also
einfach mal schauen, was man so findet. Ich finde es auf jeden Fall geil. Es macht auf alle Fälle was her und ich feiere die Marke ISSC einfach wirklich sehr, sehr. Das ist das ISSC-Tee. Nochmal zwischen 60 und 80 Euro bekommt man so ein Shirt und kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wir schauen gleich mal weiter. Man bekommt aber nicht nur ISSC, sondern man bekommt auch Marken, von denen man nie gerechnet hat, die so billig zu bekommen. Wie zum Beispiel Fear of God. Wie ihr wisst, bezahlt man für einen Fear of God Hoodie zum Beispiel bis zu 500, 600 Euro. Also sie sind wirklich, wirklich sehr, sehr teuer. Ich habe selbst ein oder zwei Dinge von Fear of God. Ich weiß jetzt nicht ganz... Jetzt habe ich mehr. Ich habe bestellt, liebe Freunde, Wir gehen gleich weiter mit den Shirts. Ich habe mir hier zwei Shirts bestellt. Diese Shirts haben aber nicht 200, 300 Euro gekostet, sondern 40, 50 Euro ohne Zoll. Das heißt, nicht die Welt. Wir sind hier mit Zoll dann nochmal in der Range wie bei den ISSC-Shirts, aber teilweise sogar etwas billiger. Warum ist das so billig? Wie man hier schon lesen kann, steht hier Fear of God Essentials. Fear of God hat jetzt so eine Basic-Line. Hier bringen sie Basic-Shirts heraus, die vom Schnitt her ähnlich wie Fear of God sind, allerdings hinten nochmal fett Essentials oben stehen haben. Schaut richtig, richtig cool aus. Ich habe erst vor kurzem meinen Balenciaga-Hoodie bestellt. Also nur mal zum Vergleich, für diesen Balenciaga-Hoodie habe ich 650 Euro bezahlt. Ich weiß, einige von euch haben geschrieben, absolut unnotwendig, absolut idiotisch, so viel Geld für einen Hoodie auszugeben. Aber liebe Freunde, wie ich mein Geld ausgebe, muss euch nicht interessieren. Also mir gefällt der Hoodie sehr, sehr gut und ich war bereit dazu, 650 Euro zu bezahlen. Wer das aber nicht ist, wer nicht so viel Geld für so einen einfachen Print ausgeben möchte, der kann einfach zu den Fear of God Essentials umsteigen und sich zum Beispiel einen gelben oder gibt es auch in schwarz, einen Hoodie in dieser Farbe oder in einer anderen Farbe holen und hat hier hinten nochmal Essentials oben stehen. Das heißt, wir haben hier im Vergleich, sind sich die zwei sehr, sehr ähnlich. Den bekommt man aber für unter 100 Euro und den für 650 Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, wo bekommt man diesen Hoodie und wie sieht der getragen aus? Also hier mal ein Foto, wie der Hoodie getragen aussieht auf meinem Instagram. Wenn ihr schon dabei seid, dann folgt mir gleich mal auf Instagram. Da kommen immer wieder Fotos mit dem neuesten Stuff, den ich mir gegönnt habe. Also da auf alle Fälle vorbeischauen und sich so Inspirationen und Ideen holen, wie man das Ganze dann auch kombinieren kann. Diesen Hoodie bekommt man auf pacsun.com. Also ich schreibe euch das jetzt hier nochmal hinein. So heißt diese Seite. Ich weiß aber nicht, wie viel da noch da ist. Ich habe mir das vor, ich glaube, einen halben oder dreiviertel Monat bestellt. Zur Not kann man immer noch auf Reseller-Seiten ausweichen. Ich glaube nicht, dass der Preis da dort ins Immense steigen wird, denn es gab eine größere Stückzahl von den Hoodies. Das heißt, es war auch für mich nach ein paar Wochen nicht so schwer, den noch zu bekommen. Allerdings in der Farbe Gelb. Gelb feiere ich halt extrem. Es ist sehr, sehr flashig. Jetzt werden viele sagen, eher was für den Sommer, aber ich finde, gerade im Herbst, wo viele umsteigen und nur mehr All Black unterwegs sind, sticht man mit hellen, grellen Tönen doch heraus und bringt irgendwie so eine frische, fröhliche Stimmung in die Winterzeit, die doch relativ depressiv ist, weil es so früh dunkel wird, hinein. Und das feiere ich mega. Also, den Hoodie kann ich euch nur schwerstens empfehlen. Allerdings habe ich mir nicht nur diesen Hoodie geholt, sondern ich habe mir auch Shirts geholt. Ich habe mir ebenfalls ein gelbes Shirt geholt. Wir werden das gleich mal auspacken. Das ist übrigens alles sehr, sehr fein verpackt, muss man sagen. In so Säcken ist das drin. Schauen wir gleich mal hinein. So. Oh, hier. Das schmeißen wir weg. Haben wir das Shirt. Ja, cool. Ah, das haben wir jetzt verpasst, aber hier ist noch so ein Schutz heruntergefallen, um jetzt wirklich den Print zu schützen. Sehr, sehr breit auch geschnitten. Ich werde das gleich mal überwerfen und dann seht ihr, wie das aussieht. Also Freunde, so sieht das Shirt getragen aus. Ich habe hier wie immer ein L bestellt. Für alle, die sich immer wieder fragen, wie groß ich bin 1,81 Meter groß. Und wie man hier schon am Schnitt erkennen kann, sieht das richtig, richtig fein aus. Also es ist alles etwas größer geschnitten, etwas weiter, so wie wir es von Fear of God auch kennen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das richtig, richtig cool. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das schwarze Shirt aussieht. Das ist das schwarze Shirt, finde ich auch extrem nice, hier nochmal mit dem weißen Print. Fuck, wo ist der weiße Print? Okay, kein weißer Print auf diesem Shirt, das habe ich wohl übersehen. Was wir allerdings haben ist, hier am Nacken haben wir nochmal Fear of God Essentials stehen, genauso wie hier am Tag. Hier wird dann nochmal am Etikett Essentials festgehalten, genauso wie das Kaufhaus, bei dem ich es gekauft habe.
Packs an. Also die Shirts vom Schnitt her absolut zu empfehlen. Ich mag diesen weiten Schnitt, ich mag diese weiten Ärmel, ich liebe das einfach. Und Fear of God hat hier einfach einen Schnitt, den du sonst nirgends in dieser Art und Weise findest. Wie gesagt, auch das Shirt sehr, sehr lit. Ich bin nur etwas enttäuscht, dass hier am Rücken nicht Essentials draufsteht. Ich habe mir das eigentlich schon so gedacht, als ich das Shirt bestellt habe. Man bekommt aber noch andere Dinge, liebe Freunde. Also man bekommt auch Supreme für unter 100 Euro. Ihr müsst einfach nur stöbern auf Bump. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Bevor ihr das macht, schaut aber auf alle Fälle nochmal auf maximilian.eu und holt euch jetzt den komplett ausverkauften Merch. Also das ist Deadstock, liebe Freunde. Es sind nur mehr ganz wenig Stücke da, also auf alle Fälle schnell sein, wer was haben will. Der Rest, der es schon hat, wartet einfach ab bis Dezember. Es kann sich nur mehr um wenige Wochen handeln und das wird auf alle Fälle richtig lit. Mit Langarm-Hoodies, mit Kurzarm-Shirts, die in eine ganz andere Richtung gehen, als wir das von den ersten zwei Kollektionen gewohnt sind. Liebe Freunde, wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst auf alle Fälle einen Daumen da. Ich hoffe, ich konnte euch das erleichtern, hier wirklich unter 100 Euro an Hypebeast-Ware zu kommen und vor allem sich richtig nice Stuff kaufen zu können. Ich meine, das ist für mich auf alle Fälle was richtig Nices, was ich immer wieder rocken werde, völlig egal, wie viel das gekostet hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Bis dahin, checkt auf jeden Fall maximilian.eu ab, gönnt euch was und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.